Der Dichter, Kritiker und Dramaturg Gotthold Ephraim Lessing kam 1770 aus Hamburg nach Wolfenbüttel, um Leiter der herzoglichen Bibliothek zu werden. Das Lessing-Haus war die letzte Wohnung Lessings in Wolfenbüttel. Er zog hier 1777 mit seiner schwangeren Frau Eva König ein. Lessings Arbeitsplatz als Bibliothekar war die Bibliotheksrotunde. Das erste selbstständige profane Bibliotheksgebäude in Europa. Kurz nach der Geburt des Kindes verstarben Eva König und der gemeinsame Sohn. Im Sterbezimmer seiner Frau richtete Lessing sich ein Arbeitszimmer ein, wo er unter anderem das Drama Nathan der Weise schrieb. Auch das bürgerliche Trauerspiel Emilia Galotti entstand in Wolfenbüttel. Neben seinen schriftstellerischen und bibliothekarischen Arbeiten pflegte Lessing geselligen Austausch mit gelehrten Bekannten. Lessings Freunden, wie zum Beispiel dem jüdischen Schriftsteller und Philosophen Moses Mendelssohn, ist im Gartensaal des Lessinghauses ein Kreis von Stühlen mit Porträtstichen gewidmet. Um der Tristesse in Wolfenbüttel zu entfliehen, spazierte Lessing regelmäßig nach Braunschweig, wo er am 15. Februar 1781 starb. Zeugnis seiner Fußmärsche ist sein Spazierstock, der, wie auch seine Totenmaske und eine Locke, im Original in der Ausstellung zu sehen ist. Durch sein Eintreten für Freiheit und Toleranz wurde Lessing zu einem führenden Vertreter der deutschen Aufklärung. Sein Werk, heute so aktuell wie damals, wird seitdem ununterbrochen gelesen und inszeniert.